In diesem Video stelle ich dir die drei besten Trainingsformen zur Senkung der Fahler Max vor. Wenn du den Begriff der Fahler Max kennst als Ausdauersportler, ist das sehr, sehr gut für dich. Dann hast du nämlich begriffen, dass deine Leistungsfähigkeit nicht nur aus der VO2 Max und der FTP zusammengesetzt wird, sondern dass es da auch noch weitere sehr, sehr wichtige Parameter gibt zur Quantifizierung deiner gesamten Leistungsfähigkeit, unter anderem eben die VO2 Max. Und für diejenigen, die diesen Begriff noch nicht kennen, hier eine kurze Erklärung dazu. Die VO2 Max ist ein Synonym auch für glykolytische Leistung, glykolytische Kapazität, Laktatbildungsrate. Das will alles dasselbe ausdrücken, und mit diesem Parameter wird im Prinzip die Leistungsfähigkeit deines anaeroben Stoffwechselvorgangs quantifiziert. Ja, wie zum Beispiel bei der maximalen Sauerstoffaufnahmekapazität, der VO2max, wo ja Sauerstoff, also das Molekül O2, zur Energiegewinnung herangezogen wird, ist das genau gleich beim anaeroben System. Das ist einfach nicht Sauerstoff, sondern das Molekül Laktat. Also Laktat hilft dir, Leistung zu erbringen oder Energie zu bereitstellen, was dann in Form von Leistung ankommt. Und das eben, das System wird eben sehr, sehr stark gefordert bei anaeroben Belastungen, also sehr kurzen Effort, zum Beispiel so ein 20 Sekunden Sprint, wo du all out sprintest über 20 Sekunden, da kommt die Energiebereitstellung zu einem, sehr, sehr großen Anteil, hauptsächlich vom anaeroben System. So. Und nun ist es natürlich so, dass für alle Ausdauersportler, die irgendwo in Disziplinen unterwegs sind, wo eben auch solche harte anaerobe Belastungen gefordert werden, wie zum Beispiel jetzt in einem Rennradrennen, in einem Schlusssprint oder bei irgendwelchen Attacken, ein Stück weit auch in einem Mountainbike-Cross-Country-Rennen wird dieses System in moderater Form auch gefordert. Bahnradsport, also überall, wo es so kurze, explosive Belastungen gibt, da ist es zentral, dass auch die Laktatbildungsrate gut trainiert ist, um da eben auch über solche kurzen Zeitdauern viel Leistung erzeugen zu können. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eine hohe Laktatbildungsrate, also wenn dieses System gut trainiert ist, bedeutet das auch, dass der Fettstoffwechsel nicht so gut ausgeprägt ist, dass die Schwellenleistung geringer ist und dass auch der Kohlenhydratverbrauch bei submaximalen Belastungen höher ist. Und das ist natürlich eine negative Konsequenz bei längeren Zeitdauern, also zum Beispiel ein Marathonlauf, eine Langdistanz-Triathlon, irgendein Ultra-Event, also überall, wo längere gleichmäßige Belastungen gefragt sind, willst du eben keine hohe VO2max haben, um eben das Gegenteilige zu bewirken, einen guten Fettstoffwechsel, einen sparsamen Kohlenhydratverbrauch und eine hohe Schwellenleistung. So, und jetzt ist es so, dass man mit spezifischem Training die VO2max trainieren kann. Man kann die erhöhen, man kann sie aber auch senken. Und für viele Ausdauersportler ist es eben auch ein Ziel, die VO2max zu senken, um sich eben auch die entsprechenden Vorteile abzuholen. Und die drei besten Trainingsformen, die möchte ich dir jetzt mal vorstellen. Und zum einen ist das mal Subate-Training mit hohem Krafteinsatz. Also für einen Radsportler ist das so ein Training, wo du 10 bis 20 minütige Efforts fährst, bei 90-95% deiner Schwellenleistung mit gleichzeitig tiefer Kadenz. Das führt dazu, dass du durch den hohen Krafteinsatz Typ 2 Muskelfasern rekrutierst, und da du doch noch in einem unterschwelligen Bereich bist, diese auch oxidativ dann sehr stark gefordert werden. Ja, Typ 2 Muskelfasern arbeiten ja eher auch glykolytisch, und genau da willst du quasi so eine Umcharakterisierung
erzielen. Und da können eben so knapp unterschwellige Belastungen in Kombination mit tiefer Kadenz sehr, sehr effektiv sein, was dann zu einer Senkung der Laktatbildungsrate führt. Wichtig hierbei ist, dass das Training auch sehr oft gemacht werden muss. Also die Frequenz ist hier entscheidend. Nur so können auch effektive Anpassungen erzielt werden. Und man kann den Reiz auch noch etwas verstärken, wenn solche Efforts auch im glykogenverarmten Zustand gefahren werden. Also wenn die Muskulatur nicht mehr sehr, sehr stark angereichert ist mit Glykogen, zum Beispiel am Ende einer längeren Ausdauerfahrt oder am Ende eines Trainingsblocks, da werden wirklich sehr, sehr gute Reize gesetzt. Dann zweite Trainingsstrategie ist nicht ein Workout, sondern einfach so eine generelle Herangehensweise, nämlich das Volumen erhöhen. Ja, wenn du jetzt klassisches Beispiel, du kommst aus einer Trainingspause und fängst wieder an mit chronischem Ausdauertraining, auch wenn das jetzt zum Beispiel nur Grundlagentraining ist, ist zu erwarten, dass sich die Laktatbildungsrate senkt. Also wenn das ein Ziel ist von dir und du die Möglichkeiten hast, Volumen zu erhöhen, kann dir das dabei helfen, die VLA Max zu senken. Und der dritte wichtige Aspekt ist, alles vermeiden, was die VLA Max nach oben treibt. Also du willst quasi ein Detraining erzielen in dem Bereich, also dieses System deregulieren, und für das musst du auch alles vermeiden, so gut wie möglich, was eben dieses System fördert. Das heißt, Krafttraining an den Beinen ist nicht ideal, Sprints sind nicht ideal, eine Reduktion im Trainingsumfang über längere Zeitdauer ist nicht ideal. All das wird die VLA Max dann wieder nach oben treiben. Auch ganz wichtig im Kontext der Erhöhung oder Reduzierung der VLA Max ist auch die Ernährung, weil da speziell eben auch der Glykogengehalt in der Muskulatur, also eingelagerte Kohlenhydrate, einen großen Einfluss haben, wie dieses System arbeitet. Genau, das wären also die drei wichtigsten Kenntnisse zur Senkung der VLA Max und drei besten Trainingsformen, die du kennen solltest. Und wenn du jetzt auch mal deine VLA Max messen willst und schauen, ob es für dich und dein sportliches Ziel Sinn macht, eher die VLA Max zu erhöhen oder zu senken, dann bewerbe dich jetzt auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Geh dazu auf www.coachme.fit und ja, dann sprechen wir schon bald zusammen und schauen uns die ganze Sache mal miteinander an. Bis bald, dein Manuel.